Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar diesmal zu dem Spiel Prison Architect. Das Spiel ist quasi ein Tycoon-Spiel. Ihr dürft ein Gefängnis bauen und zwar von dem ersten Stein bis zum letzten Häftling, der reinkommt und auch umgebracht wird. Ihr müsst eigentlich alles machen. Ihr fangt bei Null an und ja, da gucken wir jetzt doch gerade mal ein bisschen rein. Das Spiel kann man bei Steam für einen kleinen Obolus an Geld erwerben, ist aber noch unter der Rubrik Early Access gelistet. Das heißt, das Spiel ist noch in der Entwicklung, es ist auch erst eine Beta-Version des Spieles, aber es macht schon richtig viel Fun, auch wenn es ab und zu ein, zwei Bugs gibt. Aber das hindert mich jetzt daran nicht, es mal zu spielen. Wir sind jetzt quasi hier im Main-Menü drin. Wir können also quasi einmal die Introduction lesen, so wie man das dann halt baut. Aber das wollen wir jetzt eigentlich nicht machen. Mal gucken, ob wir jetzt auch wieder... Na komm, wir lassen mal das Video durchlaufen. Ist ja kein Problem. Dann seht ihr das alles auch schon direkt mal so, wie das hier abgehen sollte. Oder wisst ihr was, wir spielen einfach mal das ganze Introduction-Ding durch. Das habe ich nämlich auch noch nicht so ganz durchgespielt. Ich habe es blöderweise am Anfang übersprungen. Und jetzt halte ich einfach mal eine Klappe und ihr könnt das Video gucken. So, und da sind wir jetzt auch schon im Spiel drin. Und der CEO, das ist quasi unser Vorgesetzter, ruft uns auch schon an. Und was der gute Mann zu uns zu sagen hat, lest ihr da unten. Ich werde euch jetzt das nicht in meinem super Englisch vorlesen. Ihr merkt die Ironie in dem Satz. Er erklärt uns jetzt, dass das einfach jetzt hier ein Gefängnis ist und wir das jetzt übernehmen sollen und noch ein, zwei Sachen dazu bauen sollen. Soweit habe ich das nämlich schon mal gespielt gehabt, diese Einleitung. Und er sagt uns jetzt, dass hier in diesem Viereck ein neues Gebäude stehen soll. Und zwar das Gebäude, wo die Leute abgemurkst werden quasi. So, das Erste, was wir machen, ist quasi das Gebäude selbst bauen. Das heißt, wir müssen erstmal Wände hinbauen quasi. Das heißt, nein, wir sollen sogar, jetzt sind wir nochmal im Main-Menü, dann gehen wir da mal gerade aus dem Main-Menü raus. So, wir sollen jetzt zuerst eine große Tür bauen quasi, die dann auch schön die Gefangenen in dem Ding hält oder auch da raushält. Je nachdem, wie man sieht, die bauen wir jetzt mal hier hin. Ist auch schön alles markiert, wo man es machen soll. Und natürlich die Wände hinbauen, die werden wir dann hier hinsetzen. So, wunderbar. Und da seht ihr auch schon, da kommen jetzt schon die ersten Mannequins. Und zwar die ersten Workmen. Die bauen das jetzt hier auf, holen die Materialien. Das Spiel ist in einer ja quasi 2D-Ansicht von oben. Wie ihr wahrscheinlich dann auch schon erkannt habt. Ich finde es von der... Von der Auflösung her und von der Schönheit finde ich es eigentlich in Ordnung. Sieht gut aus. Lässt sich auch angenehm spielen. Der erklärt uns jetzt gerade nochmal, was die jetzt genau machen. Dass die erstmal die ganzen Materialien anschaffen und dann dass das Gebäude bauen. Blablabla, Framework, New Building, jawohl. Jetzt sagt er uns noch, dass das die langsamste... der langsamste Part der Bebauung quasi ist, bis das Ding erstmal steht. Und wie das in den meisten Spielen dann so ist, dass man mit der Maus nach links oder nach rechts geht und mit Rechtsklick gehalten sich umschauen kann, ist nicht so. Wir machen hier mit WASD, schauen wir uns um.
Und jetzt geht's hier unten auch schon weiter. Inside the building, I want a jail cell and a execution room. Das heißt, wir sehen schon hier, was wir machen müssen quasi. Jawohl, ist eigentlich ziemlich leicht gemacht alles. So. Und zwar gehen wir jetzt hier unten auf Materials. Ihr seht hier links unten einmal die Foundations, quasi das, der, die, das Grundgerüst quasi. Einmal können wir hier bei den Foundations, haben wir zwei Schaltflächen, einmal Building und einmal Bulldoze, das heißt einmal einen Raum bilden, bauen lassen und einmal das ganze Ding wieder abreißen lassen. Im nächsten Materials, da seht ihr, da haben wir verschiedene Rohstoffe bzw. Auswahlmöglichkeiten für den Grund, für den Boden und können aber auch zusätzliche Mauern in die dann errichteten Gebäude einbauen und natürlich auch wieder alles demolieren lassen, also löschen lassen. Danach kommt die Rubrik Rooms. Dazu kommen wir gleich noch, da werde ich gleich nochmal mehr drauf eingehen, weil das ist nämlich dafür gedacht, dass die Leute, die Wärter, die Häftlinge, wer auch immer, erstmal wissen, was das überhaupt für ein Raum ist. So, und in den Objekten, da sehen wir, da können wir dann die ganzen Räume ausstatten, zum Beispiel in der Zelle mit einem Bett, mit einer Toilette, vielleicht auch noch ein Table drin, keine Ahnung, wie ihr das halt auch in eurem Gefängnis dann handhaben werdet. Oder in der Dusche können wir die Brausenköpfe, die Showerhead installieren. Und dann beim Staff natürlich unsere Leute, die ganz wichtig sind, die Workmen, die Guards, die auch aufpassen, dass nichts passiert. Doktor, Cook, je nachdem, was wir für Räume haben, was wir freigeschaltet haben, etc. Und die anderen Sachen, die kommen wir nachher noch dazu. So, und jetzt will unser Chef erstmal, dass wir in diesen Raum jetzt noch was reinbauen. Und zwar eine Brick Wall. Die bauen wir dann natürlich auch rein. Einmal von da nach da. Und von da nach da. So. Und dann noch eins hin. Da noch eins hin. Und dann warten wir jetzt ab, bis unsere Workman das gute Ding gebaut haben. Wir haben rechts oben, seht ihr, unsere Uhr. Die ist wichtig, weil wir auch zum Teil Sachen haben, die in bestimmter Zeit gemacht werden müssen. Wenn ihr ein neues Gefängnis anfangt und quasi nicht das Tutorial spielt, dann heißt es hier links in der To-Do-Liste, dass in, keine Ahnung, 23 Stunden die ersten Gefangenen kommen. Bis dahin müssen natürlich dann die Gebäude auch stehen und einsatzbereit sein. Und dann muss man halt hier auf die Uhr gucken, wie lange man noch Zeit hat. Des Weiteren kann man bei der Uhr auf Pause drücken. Dann ist das Ganze erstmal auf Pause gestoppt. Also das ganze Spiel auf Pause, wie man das bei den Sims kennt. Man kann es auf Schneckentempo einstellen, normales Tempo und schnell. Wenn man einfach keinen Bock hat, da zu warten, bis alles fertig ist. Wenn ich erkläre, mache ich jetzt mal auf normal. Eben schon die To-Do-Liste angesprochen, da sind so quasi unsere Missionsziele. So kleine In-Game-Missionen drin, die wir verfolgen. Jetzt sagt uns unser Chef, wir sollen da auch noch Türen reinbringen, jawohl. Und wir können das natürlich auch die Sachen drehen, quasi. Und bei den Objekten sind auch die Türen mit inbegriffen. Und wenn wir jetzt auf mittlere Maustaste drücken, was bei mir jetzt wunderbar klappt, und zwar gar nicht, drücken wir also auf der Tastatur das R und damit können wir die Türen drehen und dann auch so passend in die Wand reinsetzen. Und zack. Jetzt sind die drin. So, nochmal zur To-Do-Liste. Bei eurem Anfang, also bei eurem ersten Gefängnis dann, was ihr da selbst baut, habt ihr dann auch To-Do-Listen, wo später im Verlauf des Spieles dann Sachen zu machen sind, wo ihr dann auch Geld bekommt, wenn ihr die erfüllt. Und dann kann man halt schauen, was noch zu machen ist oder was zum Missionsziel noch fehlt. So, now we now need to designate rooms within the spaces. Wow, super Englisch, wuhu, ich habe in der Schule sehr gut aufgepasst. Auf gut Deutsch sagt er uns, wir sollen den Platz in dem ganzen Gebäude jetzt mal ein bisschen ausfüllen, und zwar mit Sachen, die da drin gebraucht werden. So. Das heißt, wir gehen jetzt auf das Rooms und machen erstmal, was ich schon gesagt habe, den Raum überhaupt für die ganzen Leute in dem Spiel erkennbar machen quasi. Also wir sagen jetzt einmal Zelle, das ist der Raum, wo die Gefangenen leben.
Und zwar machen wir den. Wo soll man den hin machen? Da unten. Heißt's. So, jetzt wissen die Gefangenen. Ah, okay, das ist der Zellraum, da können wir rein. Und der Execution Room wird hier oben der große. Da werden wir uns erleben lassen. So. Und bevor es jetzt ans Eingemachte geht, muss natürlich der Raum auch noch was beinhalten. Zum Beispiel beim Execution Room kommt zum Beispiel ein elektrischer Stuhl hinzu, genau. Und den bauen wir jetzt gerade mal rein. Und zwar haben wir den hier, Electric Chair. So, welche Richtung kann man den auch drehen? Nein, den kann man nicht drehen. Jetzt werden wir den da hin. Und in die Zelle kommt eine Toilette. Setzen wir so hin. Und ein Bett. So. Jetzt hört sich das im Hintergrund irgendwie komisch an, als würde was brennen. Aber dem ist nicht so. Das ist nur ein komisches Rauschen. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich hoffe nicht von meinem PC. Das wäre sehr blöd. Gut, jetzt werden die das jetzt noch weiter hier bauen und machen und tun. Und hoffentlich auch bald. Erkläre ich euch gerade hier oben noch die anderen Anzeigen. Und zwar haben wir hier den Tag, wie lange das Gebäude jetzt schon steht oder wie lange ihr am Spielen seid. In dem Fall ist das Tutorial schon 17 Tage alt. Wir haben unsere Bank, quasi unser Vermögen, was wir ausgeben können. Und wir haben unsere Guards, unsere Gefängniswärter, wie viele Angestellte wir haben. Und unsere Gefangene. So. Und damit werden eigentlich ja alle Sachen schon beschrieben. Wir haben im nächsten, wenn ihr ein eigenes Gefängnis baut, haben wir unten ein quasi Klemmbrett, wo dann auch noch verfeinerte Einstellungen bzw. Nachlesemöglichkeiten sind, wie das mit unseren mit Guards ist, wie das mit unseren Gefangenen ist und auch mit unseren Missionen, die wir annehmen können. Ja, unser Chef ruft gerade wieder an. Bla 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 bla. Jo. So, der Chef hat dann gesagt, wir sollen den Gefangenen ein bisschen mehr materielle Sachen in die Zellen bauen und auch ein bisschen das Leben vereinfachen. Oh, was ist das? Aha. Da sehen wir jetzt unseren Vater, unseren Pache, der den nochmal die Sünde abnimmt. Nochmal beichten schön, das bringt ihm jetzt aber auch nichts, bevor er dann auf den elektrischen Stuhl kommt. Genau, das ist nicht unsere Sache, sondern das Gericht hat entschieden, dass er jetzt sterben muss. So. Und wir müssen ihn dann jetzt zu seiner neuen Zelle quasi bringen. Und zwar. Nein, das wollte ich nicht. Ja gut, wir machen erstmal Edward. Bin ich nicht ganz mitbekommen, um ehrlich zu sein. Gut, hab's noch nicht ganz kapiert, was ich jetzt gerade mit dem guten Edward genau machen soll, aber wir können es auch direkt in der To-Do-Liste lesen, aber er hat gesagt, unser Chef, wir sollen erstmal noch auch eine Bücherecke hier in die Zelle reinbauen. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Nochmal nachlesen. Optional ein Fenster in die Zelle reinmachen. Optional in die Zelle. Dieses Bücherregal. Dann der Execution Room mit einem besseren Boden ausstatten. Build a path to the new facility. Auch nur optional, also
When you are done, begin the missionary transfer. Click to select him, then right click in the zone outside the cell. Ah ja, okay, alles klar. Gut, ich hab's verstanden, aber diese optionalen Dinge machen wir jetzt erstmal, soweit ich das verstanden habe. Jetzt mal da mal eine Fensterchen reinbauen. Dann Bücherregal. Ja, komm, machen wir da nochmal zwei Lämpchen hin. Wobei, die brauchen wir eigentlich nicht, oder? Nee. Aber den Boden kann man nochmal ein bisschen verschönern mit Wooden Floor. So. Ein Traum. So, ich hätte gesagt, wir fangen jetzt mal an. So und so. Jawohl. Wunderbar. Jetzt kommt auch wieder der Chef mit dem nächsten Anruf. Ah ja, jetzt wird er abgeführt. Mit schönem Bildchen. Der Fahrer im Hintergrund guckt sehr traurig. Aber gut, was will er machen? So, ein bisschen Hintergrundwissen. Und das ist dann dem Guten zur Last gefallen. Also, ein Haus, es ist dunkel, er geht hin. War quasi ein Einbrecher, so wie es aussieht. Ah, nein. Und zwar, er erwischt seine Frau beim Sex mit einem anderen. Ja, wer flippt denn da nicht aus? Und wer hat keine Knarre immer dabei? Ich wusste, ich würde euch hier zwei erwischen. Edward, ich? Nein! Was willst du jetzt tun? Ja, was will er wohl tun, wenn er eine Waffe in der Hand hat? Ja, schön. Death noch unten drunter geschrieben. Oh, auch noch beide. Ja, er war gründlich. Und schön Headshot gegeben. Schön Blut im Kopf. Was macht er jetzt? Jetzt lässt er die Waffe fallen. Während beide tot im Bett liegen. Ja, das ist natürlich blöd, wenn man die Waffe dann noch fallen lässt, weil wir wissen aus vielen CSI, Miami, New York, Schlag mich tot mit den ganzen Serien, auf der Waffe sind Fingerabdrücke drauf. Eieiei. Gut, dann wird er jetzt von zwei Guards und dem Facher begleitet in Richtung Todeszelle. Ja, 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 wenn du selbst vergibst und wenn du weißt, was du getan hast, bla bla bla. Bring dir doch jetzt mal ein bisschen schneller jetzt da in Richtung elektrischen Stuhl. Also ihr könnt euch das alles selbst durchlesen. Keine Lust, das jetzt hier vorzulesen. Ja, was auch noch wichtig ist, ihr müsst halt auch ein wenig den Ansprüchen der Gefangenen gerecht werden, sonst gibt es Aufstände. Und das ist dann im Endeffekt nicht ganz so toll, weil dann auch die Gefangenen ausbrechen können. Und das will, glaube ich, keiner. Das wirft natürlich ein schlechtes Licht auf euer Gefängnis. Ja, und was ist ein elektrischer Stuhl ohne Strom? Nämlich gerade gar nichts. Wir sehen jetzt hier rechts oben unseren Generator. Und das Grüne, was davon weggeht, sind unsere elektrischen Leitungen. Und zwar, jetzt haben wir nämlich auch unten diesen Reiter Utilities freigeschaltet. Und da drin verstecken sich allerhand elektrische bzw. in Sachen Wasser, Sachen, genau, die ganzen, Mann, jetzt fehlen mir die Worte, jetzt habe ich einen roten Faden verloren,
ein Klo funktioniert ohne Wasser nicht und genauso ein elektrischer Stuhl oder Licht ohne Strom nicht. Und zwar können wir jetzt in dem Reiter dann diese ganzen Sachen bauen. Wir brauchen einmal einen Generator und Stromleitung, um den Strom da halt hinzubringen, wo wir wollen. Und genauso gibt es im späteren Verlauf, hoffentlich sehen wir das noch, eine Wasserpumpstation und Rohre. So. Er hat uns jetzt gerade erklärt, dass die Räume Strom brauchen, ist klar. Und jetzt erklärt er uns nochmal, dass da der Generator steht und dass der halt auch nicht überlastet werden darf, sonst schaltet er sich gerade ab. Das ist ja dann auch blöd. Und hier sehen wir jetzt einen Flügel des Gefängnisses, wo kein Strom ist. Und warum das kein Strom ist, sagt er uns jetzt, weil wir in diesen Utility Mode springen, weil da einfach noch keine elektrischen Kabel hingelegt wurden. Und das müssen wir wahrscheinlich jetzt übernehmen. Das heißt, wir gehen hier unten, seht ihr, Utilities, klicken wir drauf und das ist alles Power Station, dann den Kapazitor, keine Ahnung. Ganz im Ernst, ich weiß noch nicht, was das Ding bezwecken soll und wofür man das gebrauchen kann, aber ich hoffe, wir werden es noch demnächst klären. Wir haben unsere elektrischen Kabel, wir haben einen Power-Switch, um dann einfach auch bestimmte Teile abschalten zu können. Die Wasserpumpstation, die dann unser Wasser bringt. Genauso ein Pipe-Valve, das ist quasi das gleiche wie der Power-Switch beim Strom. Wir können dann bestimmte Bereiche der Rohre oder der Gebäude abschotten vom Wasser, dann eine große, ein großes Rohr, ein Large Pipe und ein Small Pipe und wir haben wieder unseren kleinen Bulldozer, wo wir auch wieder alles abreißen können. Aber wir brauchen jetzt erstmal elektrische Kabel, die verlegen wir jetzt erstmal hier in diesen Teil des Gefängnisses, in diesen Flügeln und hier runter. Ich denke mal, das sollte lang. So. Und jetzt sollten auch gleich unsere Workmen, unsere Arbeiter wieder loslegen. Da seht ihr, wie sie rumwuseln. Wir machen das mal alles ein bisschen auf schnell. Damit das hier vonstatten geht. Wir sehen ja auch schon unseren Edward, der mit dem Priester, mit dem Pfarrer in der Zelle vor der Exekutionszelle oder im Exekutionsraum steht und auf seine Exekution wartet. Und das eine Stückchen noch. Wie, Leute? Mann. Es fehlt ein einziges Teilstück von den Kabeln, damit mal ein bisschen Strom hier fließt. Ah, da kommt er angerannt. Bau, 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 bau. Und wir haben Strom. So. Jetzt fehlt uns aber immer noch in dem Räumchen mit dem Elektrostuhl Strom. Jo, genau. Für den elektrischen Stuhl brauchen wir halt auch Strom, genau. Und mit dem elektrischen Kabel sollen wir den elektrischen Stuhl jetzt antreiben. Und da steht, dass wir hier unseren elektrischen Stuhl mit einer separaten Zuleitung versehen müssen. Und wir sehen hier auch schon jetzt, weiß ich auch, was diese Kapazitator, wie auch immer man das aussprechen mag, bewirken. Das heißt, die werten unsere Power Station quasi auf. Gut, wir legen jetzt einfach mal die Zuleitung für den elektrischen Stuhl. Verlegen wir jetzt einfach mal. Und zwar, wie machen wir das? Und zwar, worum legen wir die? Ich hätte gesagt, hier lang. Hier lang, hier lang. Hier lang. Und hier lang. So, damit haben wir dann unsere eigene Zuleitung. Ich weiß halt nicht, wie sich das verhält, wenn ich über die anderen springe. Deshalb bin ich jetzt ganz außen rum gelaufen. Aber ich hoffe mal, dass das dann was bringt.
So, unsere Mannequins sind wieder hart am Arbeiten. Und da erkläre ich euch mal ein bisschen von den anderen Gebäuden. Wir haben hier unseren Waschraum, Shower, das heißt dann auch wieder bei Rooms, dann, wie verdammt gesagt, Shower, müssen wir das wieder kennzeichnen, damit die Gefangenen wissen, ah, das ist der Shower. Oh, guck mal, da kommen sie auch schon ganz in Nuggetice. Hier sind die ganzen Zellen, die müssen wir auch mit dem Rooms-Reiter als Zelle, wie wir auch schon vor der Exekution, vor dem Exekutionsraum das gemacht haben, müssen wir das kennzeichnen. Da ist noch eine Shower, Kitchen, ganz wichtig. Und zwar gibt es den Unterschied zwischen Kitchen und Kantine, also zwischen Küche und Kantine. In der Küche, wie der Name schon sagt und wie ihr es auch seht, brauchen wir einmal Küchengeräte und Köche, damit Essen hergestellt werden kann. Und in der Kantine werden dann quasi die Gefangenen bedient. Und da brauchen wir auch ja, Serving Tables, also Buffet-Tische. Jo, das soll es gewesen sein, meinte er. Okay. Er sagt, er macht mal kurz an. Guckt, ob es okay ist. Für ein paar Sekunden. Jo, und er fliegt auch schon mal direkt Strom aus. Das ist natürlich nicht so gut. Also er sagt jetzt, damit ihr das mal gerade versteht, weil Strom ist wirklich sehr wichtig. Ich habe 1-2 Versuche schon davor hier gestartet, vor dem Let's Play, und habe immer wieder Probleme mit Strom gehabt. Ich bin gelernter Elektriker und das ist mir für mich sehr peinlich, muss ich ehrlich gestehen. Und er hat jetzt gesagt, dass wir mehr Power brauchen, um halt mit der Spitze, die der elektrische Stuhl braucht, beim Anschalten klar zu kommen. Und jetzt wird er uns wahrscheinlich erklären, was wir machen sollen. Wir müssen zuerst mal den Generator anmachen. Also sind zwei Punkte. Wir müssen zwei Punkte machen, also abarbeiten quasi. Einmal draufklicken und dann anschalten. Jo. Achso. Ah, okay, alles klar. Okay. Alles klar, also wir müssen jetzt diese kleinen Gerätchen an unserem Powerstation anbauen. Die erweitert quasi unsere Powerstation, die werten die auf. Und danach schalten wir die an. Und danach schalten wir wieder unseren Stuhl an und hoffen dann, dass der Strom wieder fließt. Ich hoffe mal, unsere kleinen Workman, das beeilen sich mal ein bisschen. Weil wenn kein Strom da ist, ist das vielleicht in einem Gefängnis nicht ganz so prickelnd. Kapazitor, wie kann man denn so ein Ding nur so nennen, ey? Kommt mir vor wie so ein Drittklässler. Kapazitor! So, und der letzte noch. So, und dann gucken wir jetzt mal, dann gehen wir mit Linksklick auf die Powerstation und drücken Switch on. Zack, ist er an. Und der Strom bleibt auch erhalten, also das Ding bleibt auch an. Jetzt gehen wir auf den elektrischen Stuhl, Switch on. Moment, ich will erstmal gucken, wie das Ding da... Oh, es ist hart an der Grenze und damit ist auch schon wieder Strom weg. Was sagt uns das? Wir brauchen noch eins von diesen Dingern. Auf, komm, kleiner Bugman, beeil dich. Seht auch, wie du rumläufst. Jawohl. Schneller, schneller. So.
Wo läuft er denn, unser Workman? Da ist er doch. Und wir können auch ein Yard bauen, da wo die Leute sich ein bisschen austoben können, die Gefangenen. So, bau, 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 bau. So, Power Station an. Warum bleibt die jetzt nicht an? Finde ich jetzt gerade gar nicht lustig. Ihr seht, was mein Problem wieder ist. Dass ich dieses Ding nicht zum Laufen krieg. Pam, 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 pam. So. Dann... machen wir das jetzt gerade mal weg hier. Gucken, ob es vielleicht daran liegt, wenn ich das wegmache, ob das dann was bringt. Oder ich müsste es so machen. Ja, Kollege. Jawohl. Da kommt noch ein anderer. Wo kommt noch der nächste? Hallo Leute, da fehlt noch was. Ah, da kommt der gerannt. Go, go, go. Schneeler. So, dann gucken wir doch mal, ob es was gebracht hat. Switch on. Nein, ist immer noch überlastet. So. Wollen wir jetzt hier noch einen einbauen? Da noch einen einbauen? Hoffe ich doch mal, dass es jetzt was bringt. Da geht's hier rund zur Sache. Die Gefangenen fressen und die Wärter müssen da mit Taschenlampen arbeiten. Das ist natürlich nicht so prickelnd. Und er wartet immer noch auf seine... Utility Mode? Sicher. Ja, gut. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Wir haben jetzt gesehen, wir müssen auf diese Kapazitoren auch auf On klicken. Und siehe da, es funktioniert. Wenn man halt nicht auf On klickt. Gut. Dann gehen wir hin. Und machen jetzt mal unseren elektrischen Stuhl an. Und siehe da, es funktioniert. Meine Güte, das war jetzt aber eine schwierige Geburt. Und da kommt auch so ein Chef wieder. Der uns sagt, dass wir den Job gut gemacht haben. Räusper, Räusper. Und dass wir sehr professionell abgewickelt haben. Das ist wichtig für unseren Berufsstand. Ja klar, natürlich. Und jetzt sehen wir natürlich, was passiert. Der arme Gefangene, aber... wat mut dat mut, ne? Der Pfarrer betet nochmal kurz für ihn. Oder der Priester. Mein Sohn. Ja, kannst mir. Ich habe meine Frau und ihren Liebhaber umgebracht. Ja, ich glaube, Kollege, deine Frau kann ich nicht mehr vergeben, weil sie weit nicht mehr unter uns Lebenden.
da ist dann wohl Edward direkt nach seiner Tat in die Kirche gelaufen und hat dann direkt mal gestanden, dass er was Böses getan hat. Aber damit Gott ihm vergeben kann, meinte der Priester, muss er zu seinen Taten stehen. So, da sieht man schön die Handschellen. Da geht's jetzt ab zum heißen Stuhl. Elektrischen Stuhl. Ne? Das ist mal ein bisschen Komik in die Sache zu bringen. Obwohl es nicht lustig ist. Sollten alle eine Schweigeminute für ihn einhalten. Hat schon fast von The Green Mile, aber der Boden ist ja schließlich jetzt braun. Ist nicht normal auch üblich in den USA, dass da irgendwelche Zeugen bzw. Angehörige noch dabei sind, die ihm dann schön beim Brutzeln zusehen. Aber naja. Jetzt geht's ab. Drück den Hot-Button. Der Vollstrecker. Was wird er jetzt noch zum letzten Mal als Lebender sagen? Susan, es tut mir leid. Ja, hätte sich vielleicht mal vorher überlegen sollen. Weißes Licht. Sind wir jetzt alle mit drauf gegangen, oder was? Ja, ich bin noch da. Das Ding ist nicht abgestürzt. Soll so sein. Und da sind wir wieder. Escape to continue. Machen wir doch. So, und das war jetzt auch schon die Introduction des Spiels Prison Architect. Das war es dann auch schon für die erste Folge, würde ich sagen. In der zweiten Folge werden wir unser eigenes Prison createn, also unser eigenes Gefängnis erstellen. Von Anfang an, vom ersten Staubkorn bis zum letzten Todesfall unserer Gefangenen. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen und dass ihr dabei wart bei unserer ersten tollen Exekution. Ich hoffe, es werden noch ein paar Folgen, also im Spiel, versteht sich. Und ich würde mich über eure Kommentare freuen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao!